an einer Schule im Deutschen Kaiserreich. Guten Morgen, Herr Dr. Bosch. Guten Morgen, wird Ihnen gleich vergehen. Set. Man hat einiges gehört über diese Ansichten, die da auf der Insel grassieren. Aber jetzt sind Sie wieder im Deutschen Kaiserreich, Koch. Und hier ist man sich darüber einig, dass unsere Kinder nur mit Zucht und Disziplin erzogen werden können. Gehorsam und Disziplin. Das sind die Tugenden, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen. Vor ein Schlachtengemälde. In den Knaben, in ihrem Sohn, steckt so viel Talent, so viel Neues, von dem wir noch nichts ahnen. Wir sollten sie nicht dazu zwingen, in unsere Fußstapfen zu treten. Nur weil wir Angst davor haben, von ihnen überflügelt zu werden. Mein lieber Koch, in ihrem jugendlichen Idealismus dürfen Sie eines nicht vergessen. Sie sind nur ein Experiment. Der Förderverein hat der Einrichtung ihrer Stelle lediglich unter Vorbehalt zugestimmt. Sie sollten die Hand nicht beißen, die sie füttert. Achtung und bitte. Bitte. Was zum Teufel geht hier vor? Danke, sehr gut. Eine brauche ich aber noch, eine letzte. So. Was zum Teufel geht hier vor? Aber ich frage ihn, was zum Teufel geht hier vor? Ist ja. Das Unterricht oder was? Aha, mach's ein bisschen strenger trotzdem das vor. Du kannst einfach. Ich kann's runter machen, kann's nicht. Nee, ich würde ihn schon dann als Frage, aber dann mach's ganz direkt. Mach's ein bisschen mehr mit Vorbild. Okay. Das Vor ist ja leicht, ne? In was für ein Teufel geht dir vor? Was für ein Teufel geht dir vor? Ja, gut. Ich bin sicher, dass wir mit Koch eine exzellente Wahl getroffen haben und dass er nichts mit dem aufmüpfigen Verhalten der Kinder zu tun hat. Lassen Sie sich nicht stören, Koch. Die Herren wollen sich lediglich ein Bild von Ihrem Unterricht machen. Wo sind Sie denn? Mein Gott, was ist los? Das ist die Seeschlacht von Trafalgar. So haben die Engländer die Franzmänner überlistet. Er will, dass unsere Kinder dem Feind die Türe öffnen. Aber wo ist Nelson? Und wo ist Koch? Womöglich hat er mit seinen Schülern die Bibliothek aufgesucht. Er ist ein feiner Mensch. Schon! I got it! Ich kriege keine Luft. Das ist alles nicht die Zeit. Ich bin in die Zukunft gereist. Das ist doch alles nicht echt. Das ist doch alles nicht 1874. Das stimmt alles nicht. Das müssen wir alles wegmachen. Da haben die sich vertan. Sit down, please. Ich liebe diese Momente, wo man dann beim Drehen kurz auch den ganzen technischen Apparat vergisst und dann in diese Gesichter der Kinder guckt und die Ausstattung sieht und wirklich für Momente, für ganz kurze Momente denkt, man ist jetzt in einer anderen Zeit. Das macht große Freude. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Beruf. Mr. Klaassen, please. Fair Play bezeichnet den respektvollen Umgang mit seinem Gegner und Unteil. Musst du uns noch trainieren? Ja, ich muss meine Jungs trainieren. Hat die überhaupt eine Chance gegen euch haben? Das sieht nämlich nicht gut aus. 5-0 haben die eben verloren, ne? Ja. Eieieiei. Was ist euer großes Idol? Messi. Messi? Mir doch gedacht. Der kleine Messi. Der spielt super. Ich glaube, der wird. Das habe ich gestern schon. Ich sehe sowas ja. Der hat die perfekten Anlagen zu einem Stürmer-Star. Muss man jetzt schon managen.
Leidenschaft für diesen Sport muss man schon in sich haben. Und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Dass man tatsächlich Fußballfan ist und das nicht irgendwie spielt, sondern wirklich fühlt. Ich bewundere Ihren Mut. Haben Sie an die Konsequenzen für die Schüler gedacht? Wo warst du? Lassen Sie mich sofort runter! Machen Sie die Zukunft meines Sohnes nicht kaputt. Mutter, du sollst das mal anschauen, wenn wir spielen. Du wärst stolz auf mich. In diesem Spiel können Sie alles gewinnen oder alles verlieren. Du kannst mich zu nichts mehr zwingen. Jeder, der diesen Raum verlässt, fliegt von der Schule. Der ganz große Traum. Demnächst im Kino.